Ach, verdammte Kacke. So, gehen wir mal die Sachen ausgeben. Hier oben kann man, ist dann sozusagen die Meta-Progression. Jetzt habe ich hier 8 davon. Und hier kann die Sachen kaufen, die dann auftauchen im Gungeon. So, hier wütende Patronen, Patronen plus 1, also dicke Patronen. Ich nehme mal Patronen plus 1, also ich kann auch noch, was es ist, ob man dann irgendwie eine Kugel mehr schießt. Dazu benutzt man halt diese Credits, die man kriegt. Boah, also ich finde es übel schwer, überhaupt auf das dritte Level zu kommen, tatsächlich, bei dem Spiel. Aber ich bin auch noch nicht so richtig gut wieder drin. Aber er hat echt gerade eine mega Waffe. Ha! Direkt wieder funktioniert. Was ist denn hier? Eikanone. Eine Kugel oder die Waffe? Okay. Lol. Wow. Das zerbricht ein Ei und die Eischalen töten dann erst. Okay. Okay, okay, okay. Ist dadurch ein bisschen delayed immer. Aber hat übel viel Damage. Holy shit. Das war gerade ein Two-Shot auf das fette Ding. Roll, roll, roll. Zack. So, wo ist es aufgegangen? Da oben. Machen wir jetzt mal hier das geheime Ding. Zack, zack. Und hui. So, wir sind jetzt im Kerker gelandet. Hier sind die bisschen strangen Gegner, die nicht so richtig funktionieren oder falsch funktionieren in meisten Fällen. Also hier nicht wundern, dass hier zum Beispiel liegen irgendwelche Kranken in der Ecke und sowas. Was sind das denn? Ist das Öl? Sieht ein bisschen aus wie Öl. I don't know. Das kann ich auch rollen. LOL, das habe ich jetzt erst nie gesehen, dass ich die Dinger rollen kann. Gibt es einen Händler hier unten? Warum gibt es denn hier unten einen Händler? Oh, lebst du immer noch? Jo. Wir tun so. Oh, hier ist sogar Tischtechnik nicht. Die hätte ich tatsächlich gerne mal. Was ist das? Magnetladestein. 122. Jo. Das sieht doch wieder so aus. Das sah so aus wie ein Geheimgang. War wohl keiner. Offensichtlicherweise. Dammit. Oh, Pilze. Pilzsporen sozusagen, die Damage hinterlassen. Und Schlüssel. Und Muni. Nice. Muni ist geil. Die Waffe, ja, ich mag meine Waffe gerade aktuell sehr. Oh, oh. Nicht Grünschleim. Nicht Grünschleim. Geh weg, Grünschleim. Da ist sogar eine explodierte Kugel schon dabei. Irgendwie endlich schon losgegangen ist. Oh Gott. Gute Gesundheit, mein lieber Pilz. Oder bin ich reingelaufen? Eieieiei, wenn der mal niest, ey. Weil da kann ich mal kurz hier runter gucken. Hier sind nämlich Leute eingesperrt. Irgendwo muss ein goldener Schlüssel sein. Da kann ich wieder jemanden befreien. Nice. Oh, die gehen ja kaputt, wenn ich drüber laufe. Upsi. Oh. LOL, ich habe ein Item benutzt. Nevermind. Was bist du denn? Altes Wappen, mehr Rüstung. Ich muss jetzt drauf, muss jetzt den normalen öffnen. Ach, come on. Unverschämte Nachricht. Dran gekriegt. Ja, wow. Oh Gott! Wow. What? Was bist du denn für ein... Oh, what the fuck geht hier ab? Alter Sch... Nein! Ist das mies! Da geht's ja bergab! Okay, ich wusste nicht, dass du auch spielst. Das war auch nur ein Spaß. Jawohl, mein Item hat geklappt! Kann Gegner in Brand setzen, heißes Blei. Schick! Was bist du denn? Ein Schrein aus Glas. Am Altar beten.
Gläserner Guon-Schrein, vergängliche Vergangenheit. Oh. Die hatte ich doch vorhin zum Kauf angeboten bekommen. Patron plus 1 mit Schießereiteil. Gläserner Guon-Stände in Schießereiteil. Blockiert Projektil, so springt jedoch, wenn sein Besitzer verwundet wird. Ah, ich habe quasi 3 extra Hits jetzt bekommen. Okay, nice. Nice. Aber ich habe den Goldschlüssel nicht gefunden. Den kriege ich wahrscheinlich, wenn ich einen Boss besiege, I guess. Was für einen Boss kriege ich denn jetzt hier? Wer bist du denn? Aber du siehst cute aus. Der Blobu-Fürst. 4 Sterne, General. Oh, und der brennt erstmal. What? Wow! Oh shit, ich hab's verloren. Damn, das war so gut, die Verteidigung. Wow. Ausweichen. Weil jetzt sammelt er sich wieder und dann muss ich da drauf schießen. Und hier, ein Friss. Nein! Oh Gott, Damn, den kann man gar nicht ausweichen. Wow. Blobs. Da oben rechts. Jawohl! Ich hab den gemacht. Das ist quasi der erste Boss. Oh Gott, der hat sich schwer angefühlt. Und da ist der. Kannst du wieder sterben? Der goldene Schlüssel. Um Leute zu befreien. Leben und ein Molotow-Werfer. Nice. Moment, ich will aber jetzt die Leute befreien. So, wer seid denn ihr? Euch kenne ich nicht. Wird aber auch Zeit, dass mal jemand kommt. Flinte, mein Name, sind umzingelt worden und auf einmal saßen wir in der Falle. Danke für die Hilfe. Oh, wunderbar. Sicher hast du schon von mir gehört. Ich bin bekannt als der graue Mauser. Nein? Wie dem auch sei. Mein störrischer Kamerad hier fing an, sich zu langweilen. Vielen Dank. Okay. Bis wir sehen uns dann oben. Okay. Okay. War hier noch irgendwas? Nee. Wie schießt denn das Ding? Das sieht ja awesome aus. Kriege ich hier extra Feuerschaden, weil ich schon eine Fähigkeit habe, die Feuerschaden macht? Ist das eine Combo? Weil ich habe vorhin beim Aufnehmen sowas komisches angezeigt. Oh, jetzt habe ich mal geklickt. Der Montefok entfernt die Armschmerzen aus dem Konzept der Brandflasche. Das verbessert sich wirklich. Alle Projektile können Brandstellen, neu hergestellte Patronen, frisch aus der Schmiede des Gungeons, das Metall im Inneren ist noch geschmolzen. Hier siehst du, wenn ich hier drauflege, dass sich das verbessert. Nice! Das ist ja awesome. Ich habe eine Combo-Waffe. Oder eine Combo-Item-Waffen-Kombi. So, jetzt bin ich Kammer 2. Hab fast kein Leben mehr. Geil. Aber ich habe eigentlich ziemlich geile Waffen. Es brennt nur ein bisschen lange. Eventuell habe ich mich gerade selbst hier abgeschnitten. Doch, geht. Also ich muss hier rüberspringen. Ups, knapp. Noch 2 Blanks. Die Blanks muss ich unbedingt benutzen. Oh, das ist schon alles tot. Alter, wie viel Schaden habe ich denn jetzt? Das ist ja irre. Oh Gott! Dass das so explodiert, habe ich nicht vermutet. Oh, dammit. Ich habe zu spät geblankt. Krieg ich einen Blank zurück. Und ein bisschen Ammo. Ammo ist ganz nett. Bräuchte aber tatsächlich viel, viel mehr Leben. Hat wieder funktioniert. Oh, und ich habe eine Tommy Gun gefunden. Okay.
Ich habe einen Tommy Gun. Mr. Thompson. Sie sind zurück. Oh, du schon wieder. Wir wagen zu behaupten, dass ein junges Ding wie ihr die anstehende Räumlichkeit mitnichten durch zustehende Lage wäre. Bewaffnet mit nichts als diesem guten Stück namens Nagerpistole. Wer weiß, dass ihr es dennoch können tut und wir werden es euch gar reichlich vergelten. Wie uns sei zu wünschen, 18 als euren Teil der Wette. Obsiegt ihr, so soll es euch vergütet werden. Okay, ich versuch's mal. So, ich habe nur die Nagelpistole benutzt. Alter, ist die Nagelpistole behindert? Wow, du bist nervig hier unten. Dankeschön. Oh Gott, da ist ein Geist neben mir aufgetaucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Es geht halt. Die Nagelpistole kann ja wirklich nichts, Mann, ist das kacke. Wie du 5, 6, 7 Schuss brauchst und so ein Base. Oh, ich hatte so eine geile Combo und ich mach so einen Quatsch, um das zu verkacken. Ah, der Run war eigentlich geil. Ich habe unten viel geilere Sachen gefunden, also im normalen Stufe 1.